Leute, ich habe ihn gefunden. Den Eisflug. Den Fluglevel der fünften Welt, der Welt der Traumweaver. Und ich habe keine Ahnung, was mich da drin erwartet. Es könnte der allerschlimmste, schwierigste Fluglevel von allen sein. Oder auch nicht. Bis jetzt fand ich halt den Nachtflug in Welt 2 am allerschlimmsten, wobei der im Sumpf ja auch schon ziemlich bescheiden war. Der erste und der dritte waren irgendwie am einfachsten, für mich persönlich. Weil da habe ich bei beiden jeweils nur 3 Versuche gebraucht und habe das direkt hingekriegt. Beim Nachtflug habe ich, glaube ich, gefühlte 20 Versuche gebraucht und da in dem Fluglevel im Sumpf waren es ähnlich viele, glaube ich. Nicht ganz so heftig, aber doch. Und der Eisflug, naja, schauen wir mal. Deswegen habe ich mir da jetzt den Part letztens, habe ich den extra ein bisschen früher beendet, um hier jetzt die volle Zeit zur Verfügung zu haben. Der Eisflug wird hoffentlich kein Scheißflug, bitte. Und es geht los. So, hier haben wir gleich mal Züge mit Fässern. Ich glaube, damit fangen wir auch direkt mal an. Ich bleib mal hier auf den... Aha! Ja, ja, ja. Hast du dir so gedacht? Irgendwelche Propeller-Heinis? Okay, die geben 3 Sekunden immerhin. Was bringt denn das eigentlich, dass die hier rumfliegen? Die machen ja gar nichts. Oh, da ist wieder ein Zug. Ah, ich habe den Typen nicht gekriegt. Scheiße. Naja, den Level schaffe ich eh nicht beim ersten Mal, das weiß ich. Ich habe bis jetzt noch kein Fluglevel beim ersten Mal geschafft. So, na du Hurensohn, stirb. So. Okay, ich fliege mal hier hin. Wow, mein Gott. Zug. Ah, da sind noch solche Typen. Ah, da ist noch einer. Halt! Nein! Boah, Alter, der war mir jetzt ein bisschen zu hoch. Achso, und hier ist der letzte. Shit, ich treffe den natürlich wieder nicht. Okay, war ja klar, ich muss mich ja mit dem Level erstmal ein bisschen auskennen. Ich habe noch überhaupt keine Kisten gefunden, sind die? Neuer Versuch. Du kannst so eine Level nicht First Try schaffen, das geht nicht. Wobei ich hätte den in der dritten Welt, hätte ich fast First Try geschafft, fast. Den hätte ich fast First Try damals geschafft, da hat mir nur ein so ein scheiß Flugzeug gefehlt gehabt. Und ich hätte den beim ersten Versuch sogar geschafft, aber hat halt nicht sollen sein. Und wieso treffe ich schon wieder diese Wichser nicht? Warum fliegst du auch hier so weit oben, du Hurensohn? So. Da ist ja noch einer. Okay, sind die immer bei diesen runden Plattformen dann zu finden, oder? So, Zug. Okay, wenigstens ist eigentlich praktisch, dass die 2 Fässer haben, weil wenn jedes Fass 2 Sekunden gibt, dann ist das ja gut für mich. Oh, die Uhr fängt da schon wieder zu ticken an. Mensch. Das wird wieder nichts, das weiß ich. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Hier geht's denn irgendwo hin? Mann, scheiße. Hey Leute, ich kann aber hier einfach langlaufen, ohne dass ich hier Game Over gehe. Also, ach Mensch. Hier kennt sich ja schon wieder keiner aus. Okay, ich flieg mal hier hin. Vielleicht ist hier auch was. Ah, hier sind die Kisten. Alles klar. Gut, aber hier muss ich diesmal keine Leuchttürme anzünden, oder doch? Ne, muss ich auch wieder! Ach nö! Das ist ja wirklich wie im Nachtflug. Hier muss ich auch wieder Leuchttürme anzünden. Scheiß, die Wand an. Aber hier sind die wenigstens schön nah beieinander. Oh mein Gott, nein! Nein, die Kisten! Warum sind denn die Kisten wieder so blöd platziert? Ja, siehst du, solche extra Runden kosten dann unnötig Zeit. Ich kann es, glaube ich, jetzt schon nicht mehr schaffen. Da wette ich doch drauf. Ich kann es sicher jetzt schon nicht mehr schaffen. Ich weiß ja nicht mal, wo jetzt die letzte Kiste ist. Wo ist die Kiste? Hallo, Kiste. Da fick dich doch ins Knie. Ich hasse diese Fluglevel alle wie die Hölle. Das war ja so klar, dass das wieder so enden würde. Okay, wir verfolgen erstmal wieder den Zug. Ich glaube, wir machen doch erstmal das. Und machen das dann mit den Leuchttürmen und den Truhen zum Schluss. Es geht wirklich jedes Mal darum, eine ideale Route abzufliegen, um alles zu kriegen. Wenn du die nicht hast, kannst du es schon nicht mehr schaffen. Weil du dann zu lange brauchst. So, der Zug, Dankeschön.
krieg wenigstens immer 4 Sekunden pro Zug. Da ist der nächste Zug. So, Hurensohn. So, jetzt machen wir mal hier Leuchttürme schnell klar. Wow, nein, 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 nein! Du Hurensohn, was war das schon wieder? Ist schon wieder... Alter! Nein! Nein! Warum ist auch da unten eine Truhe? Hier. Und der hat schon wieder nicht gekriegt. Weißt du, kriegst du diese Truhe nie? So. Dieser Level ist doch schon wieder Dünnschiss. Da krieg ich Dünnpfiff bei dem Level. Ich meine, es ist zwar fair, dass wenn ich lande, dass ich nicht direkt disqualifiziert bin, sondern nur, wenn ich das Wasser berühre. So. Jetzt haben wir alle... Ding. Aha, Hurensohn. So, was machst du hier drin? Achso, jetzt sind ja die wieder da. Ich glaube, die Route ist auch nicht gerade die optimalste. Und aha. Ich fliege ja hier schon wieder kreuz und quer. Ja, das findest du lustig, hä? Du Ficker. Du Pisser. So. Ich kann mir auch nie merken, ob ich jetzt durch die eine Stelle... durch den einen Tunnel schon durchgeflogen bin oder nicht. So, jetzt haben wir endlich mal alle Propellertrottel, aber... es fehlt halt schon wieder was. Das geht sich doch nie aus! Nein! Mann, scheiße! Das denkt sich Spyro jedes Mal, wenn er mit der Pfote so mit der Kralle ins Wasser schlägt. Mann, so scheiße! Mann, schon wieder verkackt! Mann, der Level lutscht Eier! Wieder mal, es war so klar. Die Fluglevel sind die schlimmsten im ganzen Spiel. Es gibt nichts Schlimmeres, außer halt noch Baumwipfel, aber das ist ja wenigstens nur ein normaler Level gewesen. Ein abnormaler, normaler Level. So, wo ist jetzt der Zug? Aha! Dankeschön. Haltet euch gefälligst an euren Fahrplan, ihr Mongos. So, ich fliege erstmal noch hier hinten hin, da müsste noch der letzte Zug kommen. Bitte? Zug? Ja, der letzte Zug. Jawohl! So. Ah ja, und jetzt die Typen. Die sind ja auch, glaube ich, nur die drei. So, genau. Jetzt wieder zurück. Jetzt wird schon wieder knapp, Leute. Es wird schon wieder knapp. Guckt euch das an. Es wird schon wieder knapp. Nein, ich bin schon wieder falsch geflogen! Das geht sich doch wieder nicht aus. Guckt euch das an. Oh Gott, nee, das ist never. I told you never, dass ich das schaffen kann. Das geht sich... Nee, das... Nee. Kann sich gar nicht ausgehen. Kann sich nicht ausgehen, Leute. Kann sich nicht ausgehen. Wenn ich das jetzt nur schaffe, ist es ein Wunder. Ich kratze hier ständig an der Sekundenmarke von irgendwas. Ja, und habe schon wieder eine Truhe nicht gefunden. Wieso fehlt mir auch immer eine scheiß arschgefickte Kacktruhe? Mann! Warum? Ich weiß nicht, was ich... Nee, komm, wir machen doch erstmal hier. Ich weiß nicht, was besser ist. Dem Zug folgen oder doch erstmal hier den Abschnitt. Mann, du Hurensohn, sollst dir nicht eine scheiß Kiste holen hier! Jedes Mal verpasst du die! Du blöder Sohn eines Drachen! Ist er doch auch. Was soll das? Hallo! Mann, der Level ist schon wieder scheiße! Ich hasse diese, ich will die nicht machen! Ich will das nicht machen! Der Level ist so ein Kack schon wieder! Ich bin, wie gesagt, ich bin mir nie sicher, ob ich das so richtig mache. Und stoß nicht immer irgendwo dagegen! Verdammt nochmal. Hier sind ja auch noch Kisten. Ein Leuchtturm fehlt schon wieder. Nein! Er hat schon wieder eine Kiste nicht gekriegt! Das ist auch die letzte. Okay, also hier sind halt die letzten Kisten. So, dreh nochmal um. Hol dir eine Kiste. So. Wir geben auch nur 2 Sekunden. Aber jetzt fehlt hier schon wieder ein so ein scheiß Leuchtturm. Wo ist der? Wo ist ja noch ein Leuchtturm, der nicht brennt? Da hinten. Viel zu weit weg von den anderen.
Scheiße. So. Gut, jetzt haben wir alle Kisten, alle Leuchttürme. Hier ist noch ein Zug. Hier ist auch nochmal ein Zug. So. Na, wo sind die? Ihr Pisser. Ihr Wichsköpfe. Ihr Arschgeburten. Ihr verdammten Penner. Nein, jetzt habe ich wieder den Zug verpasst. Och, Mann. Jetzt ist wieder der scheiß Zug an mir vorbeigefahren. Geh doch mal scheißen jetzt mit dem Level hier. Mann. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich weiß echt nicht, was hier die optimale Route ist. Jetzt machen wir es wieder mal mit den Zügen zuerst. Vielleicht ist das doch schlauer. So, ich muss mir merken, dass ich da unten rein muss. Mann, die hören... Können die mal aufhören, so hoch zu fliegen, diese Hurensöhne? Die fliegen ja viel zu hoch. Da muss ich ständig so steil nach oben lenken. Was soll das? So, kam hier nicht noch ein Zug? Aha. Du hast Verspätung, Kumpel. Das ist nicht gut, wenn du dich nicht an deinen Fahrplan hältst. So. Ich weiß nie, in welcher Reihenfolge man das am besten macht. Wenn du die Reihenfolge eben nicht kennst, ja, Pech gehabt. So, wir haben nur das? Okay, jetzt reicht's. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Leuchttürme. Und Kisten. Das wird doch wieder nichts. Ich weiß das doch jetzt schon. Es fehlt hier schon wieder eine Scheißkiste, aber ich glaube, die war am Anfang. Wow. Guckt euch das an, wie der teilweise nach unten zieht. Ah, da ist ja die letzte. Wenn das wenigstens die letzten Sachen wären, aber jetzt fehlen wir ja nochmal so einen Scheißzug. So. Jetzt kommt wieder der Zug nicht. Ist das zu fassen, Leute? Wo ist der Zug? Der letzte Zug, wo ist der? Eigentlich waren es sogar zwei Züge. Ich habe 4 von 8 Fässern. Warum? Der Level ist zum Scheißen. Ich weiß wirklich nicht, was besser ist. Mit Leuchttürmen und Kisten anfangen oder mit den Zügen und diesen komischen Propellertrotteln da drüben. Keine Ahnung, was da schlauer ist. Kann ich auch nicht sagen. Da gibt's sicher eine Optimalroute wieder. Ich kenne die nicht. Und ich habe schon wieder eine... Wieso habe ich schon wieder eine Kiste übersehen? Mir wird nicht angezeigt, ich hätte alle Kisten. Also muss ich da drüben schon wieder eine stehen lassen haben. Aber wo zum Fick war die? Komm da runter! Die sind viel zu hoch! Manchmal. So, Arschensohn. Ah! Okay, Zug gekriegt. Da ist der letzte Zug. Ja, jetzt kriege ich auf einmal wieder alle Züge. Jetzt. Leute, ich calle es. Es wird an der letzten Kiste wieder scheitern. So. Es scheitert jetzt garantiert wieder an der letzten einen Arschlochkiste, die ich da am Anfang wieder irgendwo übersehen habe. Wo ist denn jetzt hier noch eine Kiste? Da hinten. Oh mein Gott, bitte lass es mich jetzt schaffen. Ja, na endlich! Jetzt habe ich sogar über 11 Sekunden noch übrig gehabt. Na geht doch! Nach keine Ahnung wie vielen Versuchen, wie ich zähle das auch erst gar nicht. Na endlich! Meine Fresse, diese Fluglevel sind doch zum Kacken! Alter! So! Endlich geschafft! Und jetzt muss ich hier auf der Oberwelt noch gucken, hier muss irgendwo noch ein 10er rumliegen. Oder 2 Fünfer. Irgendwo muss da auch was sein, weil mir fehlen genau 10 Edelsteine in der Oberwelt der Traumbiber. Mann, 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 Mann! Es war doch ein Scheißflug, ich hab's doch gewusst. So, Sparks, wo? Da drüben irgendwo sagt er...
sind noch Edelsteine. So, hier haben wir unseren Ballonfahrer, aber der muss noch ein bisschen warten. So, wo denn jetzt? Hier? Wo? Da. Ja, wo da? Welches da? Da vorne. Dort in die Richtung, oder was? Na, wo denn jetzt? Da drüben. Da war ich doch schon. Wo denn jetzt? Da hinten? Oh, ach, da sehe ich es ja gerade selber. Warte, komm ich? Nee. Ich muss da drüben irgendwie? Na, wahrscheinlich von hinten. Oh, Alter, der hat mich jetzt aber weit weggetreten, der Hurensohn. Das bildet der sich ein. So. Na, hä? Achso, hier. Okay, die 2,5 haben mir gefehlt. Okay, es waren 2,5, wir haben endlich alle Edelsteine hier. In der Oberwelt 100% des Levels abgeschlossen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für die Spuktürme. Da war ich doch noch gar nicht drin, oder? Nee, war ich auch nicht. Okay, gut, Leute. Spuktürme, let's go! Ich bin ja nur froh, dass es nicht die Spucktürme sind. Oh, schöne Musik. 500 Edelsteine wieder und 3 Drachen, alles klar. Warum liegen hier Rüstungen rum? Oh je, jetzt sag nicht, die werden wahrscheinlich noch lebendig, hm? Boah, mein Gott, sie haben Bomben! Okay. Hä, was muss ich gegen die machen? Warte. Was macht der? Er schwingt seinen Kopf herum und schlägt dann zu. Aber den kann ich ja überhaupt nicht angreifen. Was soll das denn? Ich kann hier... Hey! Mann, lass mich durch, du Hurensohn. Der lässt mich gar nicht durch. Wie tötet man denn die jetzt wieder? In dem Spiel wird ja nichts erklärt. Mano. Habe ich gerade so schön über die Musik hier gefreut und dann sind hier wieder solche Arschlochgegner. Warum? Die haben so eine fette Rüstung, die kann ich weder anzünden, weil die ja metallisch ist. Und rammen kann ich die aber auch nicht. Kapier ich gerade überhaupt nicht. Was für ein Bombenheini. So, ich lasse die Typen jetzt mal in Ruhe. Vielleicht gibt es hier irgendetwas in dem Level, was ich aktivieren muss. Achso, hier gibt es eine Fee. Küsschen? Ah, Küsschen. Ah, okay. Jetzt kann ich die Typen töten. Ah ja. Mit meiner Superflamme. Okay. War ja schon gewundert. Es kann ja nicht sein, dass es unbesiegbare Gegner gibt. Jeder Gegner hat so seine Schwachstellen. Okay, das heißt, ich muss aber da nochmal schnell zum Anfang hin, weil da liegt eine Rüstung rum und die könnte ich ja dann eigentlich auch abfackeln. So, küss mich nochmal, meine Schöne. Mwah, Dankeschön. So, Top Speed. Ich sagte Top Speed, er rennt natürlich gegen die Wand. Lange hält das ja leider nicht an. So, na du Hurensohn tot. Genau so wollte ich das. Okay. Ne, haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Dieses Feature haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Okay, Moment, jetzt muss ich mir nochmal hier was holen. Nochmal einen Knutscher. So. Ich find's auch geil, wie Spyro da so leuchtet. So, ganz schnell jetzt hier rauf. Jawohl, so, alle tot. Ihr habt hier gefälligst eure Fresse zu halten.
Ja, so designmäßig ist das echt die schönste Welt bisher. Die Welt der Traumweber. Ist noch schöner als die der magischen Künstler, obwohl ich die ja schon geil fand, aber die hier ist ja noch... Die ist ja noch mal besser. Ach nö. War wahrscheinlich so ein super und... Oh nein. Bomben. Alter, wir sind hier nicht bei Zelda, ihr Idioten. Wer braucht denn hier Bomben? Boah, ist das fies. Okay, warte mal, da muss ich mir wahrscheinlich kriege ich hier drüben wieder... Ja, da ist auch schon wieder so eine Fee. Und ein Extra-Leben endlich mal wieder. Danke. Ich hab so viele Extra-Leben verbraucht in diesem blöden einen Level. Nur weil ich nicht wusste, was man da machen muss. Oder besser gesagt, wie man es machen muss. So, meine Gute. Spitz die Lippen. Minzfrisch. Hoffe ich zumindest. So, stirb. 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 Und zack. Und Schnauze. Nein, 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 nein. Noch nicht, noch nicht. Wir haben hier noch einen Drachen. Ich wollte ja erstmal hier die ganzen Gegner töten, dass mir die nicht auf den Sack gehen. So, 206 Edelsteine und einen Drachen, der da heißt Kosoko. Hey Spyro, alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Ja, das habe ich ja schon. Oh Leute, wir haben jetzt 70 Drachen. Geil. Richtig geil. So, ich muss aber trotzdem noch einmal kurz mir noch mal einen Kuss holen, weil ich sonst, glaube ich, die Truhe gar nicht aufkriege. So, Schmatzerchen. Sehr schön, danke. Ist auch eine lustige Idee. Ein Feenkuss bewirkt, dass die Flammen von Spyro stärker werden. So, hier. Zack. Oh, da war nochmal richtig viel drin. Geil. Richtig viel Cash. So. Achso, okay. Speichern passt schon. Okay. 240 haben wir jetzt. Jetzt kann es weitergehen. Außer ich habe hier was übersehen, aber Sparks sagt eigentlich nee. Gut. Wir haben auch eine schöne runde Summe diesmal. Oh, oh, na klar. Superladung auch noch. Um zumindest die Tür hier aufzukriegen. Achso, es sind sogar zwei und ich höre einen Drachen. Die machen ja immer ein Geräusch, diese Kristallstatuen. Die klempern so ein bisschen. Okay, nochmal. Let's go! Top Speed! Bam! Hallo? Jemand zu Hause? Wow! Boah, der hat schon wieder Bomben und... Ah! Nochmal. Ein Schmatzer. Dankeschön. So! Aha, tot. Schnell. Wow. Yeah, geil. Der Level macht schon irgendwie Spaß und gleich nochmal. So, wenn ich den Level durch habe, werde ich aber den Part wieder beenden und den Boss machen wir dann im nächsten. Das wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Ah, hier geht es nämlich auch schon. Aua, hier geht es schon nach Hause. Ja, Moment mal. Ich hab doch ja noch nicht alles gefunden, da gehen wir doch noch nicht nach Hause. So geht das nicht. So geht das nun wirklich nicht. So, dann nochmal zurück. Hier war doch noch was. Ich hab doch einen Drachen gehört. Und aha! Was haben wir denn da? Sieh an. Hier gibt's schon wieder so eine Truhe und ein Extra-Leben. Schön. Aber ich verstehe nie, was ist das? Was ist da drin? Was da rausguckt? Hier, was ist das? Es ist das Extra-Leben selber, oder wie? Ich meine, was soll das sein? Kann ich echt nicht... Oh, schade. Jetzt müssen wir von der anderen Seite nochmal... Wie soll das denn jetzt gehen? Muss ich noch... Achso, jetzt muss ich nochmal von hier. Okay, egal. Macht nichts. Ich kann das nicht zuordnen, was das sein soll. Da ist irgendetwas drin in diesen kleinen Kisten, die da das Extra-Leben für mich dabei haben. Irgendein Lebewesen ist das. Und wir haben Lutalo gerettet. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner.
Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nog. Okay, und das war gerade der zweitcoolste Drache, den ich je gesehen habe. Der hat eine Wunderlampe dabei. Oh, jetzt ist hier nochmal so ein Huso drin. Okay, also ach, und hier brauchen wir auch nochmal unsere Superflamme. Warte mal, hier war hier nicht irgendwo gerade eine Fee? Hier. Hallo, meine Schöne. Bitte noch einmal knutschen. Dankeschön. So. Hier, zack. Das ist jetzt nur für da drüben und... Schnauze. Alter. Das war jetzt geil. So, es zielt immer weiter nach oben. 340 von 500. Mann, warum fehlen noch 160 Edelsteine? Sind da so viele jetzt in der einen Kiste drin oder... Oder wie oder was? So, Küsschen nochmal. Ich brauche nochmal eine Ladung. Eine Superflamme. Für die Truhe da drüben. So, nicht ins Wasser fallen, bitte. Zack. Ja, da ist einiges drin. Ja. Aber das reicht nicht. 373. Hä? 373. Wo ist denn hier noch so viel? Handbuch. Und vor allem, es fehlt immer noch ein Drache. Say what? Wo ist denn der jetzt wieder? Hä? Und da oben? Hey, da ist ein... Wie komme ich denn da oben hin? Fragen über Fragen, Leute. Oh, ich will aber nicht den... Ich will nicht den Level schon wieder mittendrin beenden. Das ist doch kacke. Aber das werde ich wohl müssen, hm? Das war jetzt schon wieder Karma. Du sagst mir, beende den Level. Ich will aber nicht. Ich will den Level erst beenden, wenn ich 100% habe. So, Sparks. Der guckt sogar nach da oben. Ja, wie komme ich denn da rauf? Da muss ich doch irgendwie raufkommen. Verstehe das nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Da muss ja irgendwie gehen. Irgendwo muss doch hier ein Weg sein. Aber hier ist es sonst nichts. Hier geht es ja dann nur noch mehr zum Ausgang. Hier. Hier geht's nach Hause. Leute, der Level ist ein bisschen komisch. Aufgebaut mal wieder. Man muss da oben irgendwie hinkommen können. Mit irgendeinem Aufwind oder was weiß ich. Da drüben waren wir ja schon. Ich verstehe das nicht. Ne, jetzt habe ich hier immer noch diese eine Scheißtür nicht offen. Wieso nicht? Was ist denn da dahinter? Hä? Verstehe ich nicht. Aber hier ist jetzt gerade keine Fee für mich. Und mit der da drüben komme ich ja hier nicht rauf. Kriege ich schon wieder Durchfall. Was ist das? Warum? Hier, das ist der einzige Aufwind, der mich hochbringt. Irgendwie. Und irgendwie auch nicht. So, vor allem da drüben. Das sieht immer so aus, als wäre da drüben noch was. Aber komme ich auch nicht hin. Hey, Sparks. Wo zeigst du mir Edelsteine an, wo gar keine sind? Eine. Hä? Haben wir die Tür noch gar. Hä? Wieso hatte ich denn die Tür noch nicht offen? Hä? Oh ja, die hatte ich doch schon mal offen. Jetzt ist die wieder zu. Hä? Ich kenne mich schon wieder. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Was soll das? Ist jetzt wahrscheinlich wieder zu, weil ich gestorben bin. So, hier, komm nochmal. Küsschen. Dankeschön. So. Zack, offen. Und, tot. Der droppt nur so eine Kugel. So, jetzt lass mich nochmal kurz gucken. Erstmal will ich hier nochmal zwischenspeichern, bitte. Zip, dankeschön. Jetzt ist hier doch aber alles offen. Wieso habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich hier... Ja, das ist die Tür, die ich jetzt gerade vorhin gesehen habe. Aber hallo. Wie komme ich jetzt trotzdem... da oben hin? Da oben ist noch was. Es fehlen noch so... Ich habe erst 373 Edelsteine von 500. Es fehlen noch immer über 100 Edelsteine. Willst du mich verarschen? Wie komme ich da oben rauf? Hier. Das sieht man doch, dass da was ist. Da ist doch eine Öffnung. Aber das sieht aus, als müsste ich da von oben irgendwie...
Kapier ich gerade überhaupt nicht. Oh, warum? Ich versteh's nicht. Oder muss ich... Nee, aber wenn ich renne? Ich komm doch dann trotzdem nicht da oben rauf. Also hier, wenn ich jetzt renne, das ist doch Quatsch. Komm ich da... Das ist doch viel zu klein. Ich meine, ich kann's probieren, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gehen soll. Da muss ja der... Das muss ja richtig... genau sein, dass ich da dann raufspringe. Aber anders komme ich da doch nicht rein in das Loch. In der Decke. Das geht doch gar nicht anders. Nee. Der kommt da nicht rauf, Leute. Der kommt da einfach nicht rauf. Mann. Scheiße. Ich muss jetzt aber mal den Part beenden. Wir sind schon bei über einer halben Stunde. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Fuck. Da geht's nach Hause. Ja, ich weiß. Aber wieso komme ich da oben nicht rauf? Es gibt da keine Möglichkeit. Eine Ewigkeit später. So, das kann's jetzt aber nicht sein. Das muss doch irgendwie... Es muss einen Weg geben, Leute. Ich glaube, ich übersehe hier schon wieder irgendwas. Vielleicht hat's doch wieder mit der Superladung zu tun. So wie wir eben im Baumwipfel-Level so komisch laufen mussten. Jetzt ist ja hier alles offen. Wenn ich von hier komme und... Warte mal, wo muss ich denn dann eigentlich... Ah ja, da muss ich hier raus. Also ich komme von hier gerannt, renne hier lang. Vor allem, weil das hier nämlich ein bisschen wie eine Rampe aussieht. Boah, das bringt eigentlich nichts. Nee, eigentlich müsste ich, glaube ich, hier raus und dann da drüben nochmal lang. Das ist der einzige Weg, der mir jetzt noch irgendwie logisch erscheint. Aber wahrscheinlich kriege ich das nicht beim ersten Mal hin. Hm? Da muss ich aber richtig viel Tempo holen. Ich will diesen letzten Drachen vor allem noch haben. Mit den Edelsteinen natürlich, ist eh klar. Muss ja irgendwie gehen. So, let's go. Mann, Spyro, du sollst nicht immer gegen diese scheiß Wand rennen, du Idiot. Das fängt dich wieder super an hier. Du sollst rennen! Rennen, aber nicht mit dem Kopf gegen die Wand! Jetzt reicht's! Ich will diesen scheiß Part endlich beenden, verdammte Kacke! Wieso ist denn die Steuerung schon wieder so behindert? Ich sehe nicht mal, wo ich hinrenne! Mann! Wo muss ich hin, wenn ich hier rauskomme? Ich sehe das ja nicht mal, der rennt hier hin? Oh Mann! Gescheißen jetzt! Ich kenne mich hier nie aus. Da rechts, der zweite von rechts ist der richtige. Scheiße. Ich hasse diese behinderten Boostpfeile. Weil du das so schwer kontrollieren kannst, wo du hinrennst. Und du nirgendwo gegenknallen darfst. So, hier. Und jetzt. Genau. Aha. Aha. Guckt euch das mal an. Und hier ist der Scheißdrache. Die ganze Zeit, was machst du hier eigentlich, Copano? Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. So, alle Drachen gefunden. Der hat eine Teetaste dabei, ne? Prost Mahlzeit. So. Und hier muss jetzt irgendwo... Ja, hier sind jetzt noch die letzten Edelsteine. Ja, leck mir doch am Arsch hier. Wer soll denn aus sowas kommen? Und da kommt man dann also wieder raus. Na, ich wusste, das ist das Loch, was ich da gesehen habe von oben. Okay, na warte. So, kleiner Huhnsohn. Aha. Ja, das ist aber die falsche Fee. Ah ne, das ist eh die richtige Fee. Die sah jetzt anders aus wie die andere. Oh, jetzt bin ich ja dauerhaft so. Lol. Ich bin gerade dauerhaft so. Ich habe keine Anzeige. Wie geil ist das denn jetzt bitte? Ich bin dauerhaft in diesem Modus jetzt gerade im Moment. Aua. Hurensohn, fick dich. So. Nein, 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 noch nicht, noch nicht. Warte. Nicht, dass das jetzt doch noch irgendwie aufhört, aber ich habe halt keine Anzeige.
Ja, Leute, wir haben endlich Hut an, aber endlich! Endlich! Das ist ja voll der übelst fiese Geheimbereich. So, und hier kommt man nämlich dann wieder raus. Ist klar. Heilige Scheiße. Okay, Leute, sorry für die Überlänge des Parts. Aber ich hab's jetzt doch noch hingekriegt. Und nur das zählt. Und jetzt ab nach Hause und Part beenden. Und wir haben endlich 10.000 Edelsteine insgesamt. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Also Leute, bis zum nächsten Mal bei der Spyro Reignited Trilogy. Es fehlt ja eigentlich nur noch mehr der Boss. Also bis dann. Tschüss.